Ja, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Remake. In der letzten Folge haben wir ja hier Blumen gepflückt, beziehungsweise sind mit Aerith hier zu ihrem Zuhause gekommen und haben dort Blumen gepflückt für ein Waisenhaus. Wir wollen irgendwie Blumen haben. Naja, da bringen wir jetzt die Blumenkörbchen an Ort und Stelle. Hier nach oben, oder? Ja. Und er kann auch hier nur... Ja. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Gerade ein bisschen überstrahlt hier. Wieder in schattigere Gegenden kommen. Da. Ja, sieht schon besser aus. Ja. Soll ich nie ein bisschen schneller laufen? Ich will noch ein kleines bisschen schneller laufen. Ja. Was Sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Auf jeden Fall. Irgendwann will ich bei Jessie Schauspielerei lernen. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Gruppe verlassen. Ja, jetzt haben wir das Zeug geliefert und können uns vielleicht hier auf den Trank setzen. Das ist das Beste, weil wir können noch ein bisschen Heilung gebrauchen. Ich will alle Bücher lesen, die ich von Bix bekommen habe. Aha. Endlich Nacht werden. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Okay. Und die Reaktoren würde in Midgard auf rein gar nichts laufen. Sie lügen und stellen. Das sind meist die, die Kuhle und seine Versprechungen lockt. Tango auf Tiersache. Nicht davor schützen. Da ist noch was. Mir hängen diese Geschichten von früher bald zu den Ohren raus. Ein Schnelltrank. Daran erinnere ich mich gern zurück. Ich springe bis zur Platte. Supersprung. Unsere Großeltern haben die Platte gebaut. Ich bin... Echo Show. Jetzt auch nicht unbedingt einen Heiltrank einnehmen. Streng dich an! Ich will da raufklettern! Kommt nicht in Frage! Das ist gefährlich! Ja. Sag mal, stört dich der Geruch des Wassers? Der Job war echt spitzmäßig. Wir waren sogar im Fernsehen. Die lassen sich einschmelzen und neu verwenden. Kenne ich doch. Wo ist Aerith? Im Helmchenhof. Das hat zur Hauptstory gehört. Ah, da ist sie doch. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen.
Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Gut, oder? Hüpf höher! Auf keinen Fall! Sowas würde ich gern nochmal machen. Du willst doch nur wieder zusammen. Und was auch noch da? Hallo, Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Cloud unterstützt mich netterweise bei meiner Forschungsarbeit. Das klingt spannend. Darf ich mitmachen? Lass mich kurz deine Daten abgleichen. Nanu, das ist ja merkwürdig. Über dich sind gar keine Daten verfügbar. Wovon redest du? Ein Fehler bei der Datenübertragung? Sei's drum. Wenn du zu Cloud gehörst, bist du herzlich willkommen. Untersuchung zu elementaren Attacken abgeschlossen. Luft ermöglicht den Einsatz von Windmagie. Aha. Und Autovita? Klingt auch nicht schlecht. Aber war erstmal Luft. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ja, guck mal. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Chatleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Mission. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chatley, wenn du dich an ihn versuchen willst. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ja. Na, jetzt erstmal nicht. Wir haben ja nichts zu tun. Wegen dieser Sache mit Avalanche ist unser Schnell! Hierhinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Nicht meine Schuld. Ja. Keine Kopf. Das war's dann. Kommt schon! Gute Arbeit! Ah, dort drüben! Erregt keine Aufmerksamkeit.
Kommen wir denn da hin? Überlass das mir. Ich mach auch mit. Dann übernimm. Komm schon. Der ist für dich. Los. Ja, auch mal ein bisschen. Heiliger Magiekreis. Nee. Ach so. Aber vielleicht ist das gut für mich. Magie ist weiter. Los. Ist ja gleich vorbei. Leist du mir das mal kurz? Ja. Na dann. Gut, auch mal ausprobiert. Jetzt müsste man irgendwie... Ah, okay. Das ist mein Job. Also für mich gibt's auch was zu tun, oder? Genug. Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim.
bleib zurück. Fällt mir im Traum nicht ein. Ja. Das ist aus. Bring es hinter uns. Keine große Sache. Werde ich auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ich schaff das bestimmt, oder, Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll! Usch! Usch! Ja, richtig klasse! Schwusch, schwusch! Das geht so! Usch! Usch! Kapiert? Hä? Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch! Dann halt wusch! Und dann schwusch! Nein! Erst schwusch, dann wusch! Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Stimmt. Ich kann nicht schnell laufen gerade. Komm her! Tifa, warte doch! Tifa! Tifa! Tifa? Tifa? Was ist los? Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Ja. Der findet mich nie, niemals. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Ja, toll, das habe ich mir schon immer gewünscht. Gucken wir doch mal in eure Kiste rein. So, wo geht's denn jetzt lang? Keine Angst, euch passiert nichts. Warte! Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein... Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Aeris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Oh, vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Aha. Okay. Hey, Cloud. Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Komm doch ab und zu mal vorbei. Auftrag, Kinder auf Patrouille. Ganz viele Aufträge. Analysierende Waffensysteme. Wir wollen eigentlich auch ein bisschen vorbei vorankommen, ne? Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo?
dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall, willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mokis können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Moki-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Na los, Mitgliedsausweis. Kostet gar nichts. Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogi. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. Gut. Jetzt sind wir gleich geheilt worden. Weiter so. Alles könne. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es denn nicht einfach? Ist echt nicht schwer. So. Cloud, kennst du schon Mogi? Er ist etwas seltsam, aber sein Laden bringt dir vielleicht Glück. Ja, kann ich jetzt noch was von dem Zeug kaufen? Was der jetzt Kundschaft, Kupo! Cool. Schallplatte, Äther, Silberstab, Windhalstuch, Friedhofsschlüssel, ein Schlüssel, mit dem Tür zum Friedhof des Slums in Sektor 5 geöffnet werden kann. Oh, mit. Einführung in die Schwertkunst. Waffenpunkte vermehren lassen. Schusswaffe. Kampfkunst. Aha, sparen wir mal auf. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Okay, ist schon ein bisschen weiter weg, weil die Musik ganz schön, naja, nervt mit der Zeit. So, gucken wir mal. Randalierende Kinder auf Patrouille ist da drüben. Und dann haben wir noch randalierende Waffensysteme. Okay. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier raus. Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah.
Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Toll. Ah, Harris. Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Mhm. Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia! Ich muss los! Als die Platte über Sektor 6 anstürzt... Ja, immer noch nichts an den Kinder finden, nein. Verdammt! Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slum-Bewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Mhm. Hier soll es angeblich spuken. Tut mir leid. Das neue Waschmittel. Ich lerne das Alphabet, weil ich Bücher lesen will. Was? Und ich dachte, der Krieg wäre endlich Geschichte. Wutai kann einem wirklich Angst einflößen. Nö. Ich bin kein Kind. Du hast es gut. Du hast bestimmt keine Sorgen. Kommen auf dir vorbei, um sich mit mir zu unterhalten. Dein Kind schlägt gleich wieder etwas gegen. Hier kommt. Auf Avalanche oder runterfallen. Wir haben keinen Schlaver. Harris ist ein gutes Kind. Aha. Wenn das keine guten Eisenteile sind. Hä? Sag mal. Kauf dir doch ein Papa sauer. Da ist einer. Dieser Sache mit Avalanche. Na du? Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht. Alter, ey. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Okay. Ah. Da oben ist noch einer. Ah, habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Die werden ja hoffentlich nicht. Ein Kind. In unserem Laden aushelfen. Da waren wir schon, okay. Was gibt's? Survivor, gesagt, das ist Mist, das sitzt fest.
Wo willst du hin? Okay, andere Richtung. Ich glaube, die Rektor Schimmer. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Bitte, kann mir denn niemand helfen? Wem soll ich denn helfen? Wer hat das gesagt? Da vorne beginnt die Sache. Ich brauche Hilfe! Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Okay. Andalierende Waffensysteme, das machen wir am anderen Mal. Jetzt wollen wir erstmal zum Helmchenhof zurück. Heute kam eine Großlieferung Waffenräuber herein. Um zu schauen, ob die Kinder jetzt auch fleißig sind. Tut uns wirklich leid, Fräulein Furia. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit 3 Gil? Für 3 Gil vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Es ist bestimmt total gefährlich, aber wenn es jemand schaffen kann, dann du, Cloud. Wir glauben an dich. Wenn ich meinen eigenen Laden eröffnen will, muss ich ordentlich lernen. Aber diesen Auftrag, den tun wir dann beim nächsten Mal ausführen, den anderen auch mit dem Waffensystem. Für heute sagen wir erstmal Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.